Jetzt müsste auf jeden Fall die neue Karte kommen, weil ich habe auf Entdeckung auf diese Spielliste gedrückt und die neue Karte kommt. Die neue. Die überarbeitete mit Eats und damit hallo allerseits. Willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wenn keiner einen Operator ausgewählt hat, dann ist der Nebel so rot hier. Vielleicht weil wir Team Rot, also weil ich Rot oben eingestellt habe und du auch. Müsste man eigentlich mal ausprobieren. Aber ich will jetzt nicht Farbe wechseln. Nee, mach ich auch nicht. Fällt mir jetzt wollt, so besser. Ich wollte ja beim HUD noch was ändern. Wenn keiner markiert, dann keine Anzeige dafür. Wo war denn das? Wie das Scrollen hier nur teilweise funktioniert. Ach, manchmal hat Ubisoft hat. Das muss doch bei Match-Informationen stehen. Was ist denn ein Ziel-Tracker? Ah, wahrscheinlich die gelben Symbole für, da müssen wir hin. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Nicht Büro. Also Partyraum sind sie ja immer gewesen. Ne? Auf jeden Fall da nicht. Hier, Wäscherei. Also Waschküche. Bestätigt. Stimmt. Die Geisel wurde lokalisiert. Du sagst Wäscherei, so wo ist hier eine Wäscherei? Was? Ah, Waschküche, Wäscherei. 5 Sekunden bis Einsatz. Der Warden in Weiß oder so. Ja. Irgendwas Helles. Oh, das war knapp. Boah, der Kopf von Finca. Oh. Oh Mann. BTC. Boomerang Trucking Company. Nein. Jetzt hört man wieder auf den Öhrchen nix. Wie vorhin mit Cupcan, den du gar nicht hattest. Tatschanka haben sie als letzten. Der will mich doch locken. Nein, bloß angeschossen. Immerhin noch erwischt. Rennt der Arsch weg. Ist aber noch am Leben. Tatschanka, ja, aber nicht der Kerlchenmann. Beim Duschen ist noch wer, da liegt was. Komm her, Tatschanka. Warden. Sprenggranate bereit. Lade Kontaktgranate. Okay. Beim Duschen oder Schlafzimmer in Doppelstock. Schätze ich zumindest. Oder doch bei der Geisel direkt. Ja, war Mai ist hier hinten gewesen. Ja, bei der Geisel. Hinter dem Tresen. C4 zerstört. Und den Gegner auch. Das LMG eliminiert. Ich war gerade auf dem Weg hin. C4 fliegt einfach einen Schuss rein.
Ihr müsst die Geisel zurückholen. Jetzt habe ich gerade wieder gemerkt, wie super Sau einfach ist mit ihrer Allrounder-Fähigkeit. Und ja, Werkstatt. Garagenbüro. Werkstatt, Garagenbüro ist auch gut. Das Ding heißt ja bloß Werkstatt. Okay. Aber im Spawn ist das, glaube ich, Werkstattbüro. Als Verteidiger. Immer Auswahl im Übersichtsmenü. Aoni, können wir schon. Letzte. Wer ist der Letzte? Keine Ahnung. Frag ich dich ja. Keine Ahnung. Frag ich dich ja. Ah, toll. 5 Sekunden. Grünes Licht für Geiselevakuierung. Viel zu viele Fenster auf der Seite mittlerweile. Oben auf der Treppe bei dem Büro ist einer. Stimmt, da oben war ja noch eins. Alle Außenkameras kaputt. Mit dem Handy. Ah, das sitzt bei mir oder an der Wand im Raum? Hm. Mist, ich guck gar nicht nach Kapkanmin. Wir haben sehr Abschrau. Du hast Zugriff auf die Verteidiger. Okay. Docke, wie steht es auf der Stelle? Tut mir leid, kleines Mira-Fenster. Ah, hab mich nach Minen geguckt. Aroni ist hinüber. Entschuldigung, kleines Fenster. Gleich donnert's. Gleich donnert's. Ich bin dran! Donnervogel liegt in der Ecke zur Küche. Grabschrauber war die letzte. Donnervogel, Ecke zur Küche. Auf dem Boden. Dies 15 Sekunden übrig. Es bleibt noch 15 Sekunden. Links ist sie von Togepi. Feind hat die Geisel getroffen. Verhindern, bloß verhindern. Mhm. Hat er nicht mitbekommen, dass er die Geisel verletzt hat? Wahrscheinlich hat keine nicht. Anstalten gemacht. Macht sich noch gemütlich. Büro, kann ich weiter? Manchmal geht's nicht. Diesmal ist das Büro oben gemeint. Ach, wir hatten, glaube ich, vorhin einen anderen Modus. Bereich sichern oder so, kann das sein? Ich glaube, das hieß vorhin Werkstattbüro, das Ding unten, wo der Kompressor, wo jetzt auch die letzten Verteidiger waren, die Gegner. Zumindest eben nur in diesem Menü hier. Ach Mist, die beiden Außenfenster sind ja weg. Oh. Bleibt nur noch der Bulle. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Ich
Luftverdichtung kalibrieren. Ja, Drohne überlebt das, komm. Magazinwechsel! Mann, 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 Mann. Ach nee, da ist ja keins mehr. 10 Sekunden noch. Die Matte liegt jetzt so halb im Raum. Vorher war hier so eine kleine Bucht beim Fenster, ist echt doof. 5 Sekunden noch. Die Position der Geisel ist sicher. Hab mir eine Drohne geschnappt. Doch noch genau getroffen. Lege Willkommensmatte aus. Hier klettert jemand hoch und tapst in die Matte, das wär's. Das will ich ausprobieren. Das wäre cool. Ah, das Fenster. Na, ich will es ausprobieren. Kali haben sie. Ich habe jetzt gleich Erfolg und da tapst jemand rein. Gerade noch siehst du mich und jetzt nicht. Da ist jemand Gabschrau. Zwei sogar, oh. Ist gut. Die Matte da. Ja, unter dem Schreibtisch ist echt cool. Nomad haben sie noch. Entweder gehabt oder sie haben sie. Kann die beiden spinden, so wie es scheint? Oh, jetzt kommt jemand die Tür beim Bullen. Ich könnte aber Glück haben, wenn er jetzt vorläuft. Kann leider oh nicht Gott. Fällt mir gar nicht, was das hier. Ah, sieht er mich doch durch das Loch. Scheiße, ich sagte doch, bei mir kommt gerade einer. Lecco mio. Mist, blöder Winkel. Grün, grün, grün. Ich werde drücken, drücken, drücken. Ich drücke, aber es passiert nichts. Nein, Operator, nein, ich will Mozi. Hast du auch wegen dieses blöden großen Bildschirms falsch gedrückt? Ja. Hat's jetzt Läsion, oder? Ja, hatte ich. Ich wollte aber Mozi. Ist mir auch schon 2 oder 3 Mal passiert heute. Ich weiß nicht, warum die Bildchen dann größer werden müssen, wenn man mit der Maus drüber geht. Man erkennt die doch auch so. Die Geisel muss geschützt werden. Den Raum sichern. Wand verstärkt! Okay, 5 Verstärkungen sind das für die komplette Wand. Der Weg so arschweit bis zu der Luca und nur noch eine Verstärkung. Es bleiben 5 Sekunden.
keine Zeit. Boah, hier so viele Drohnen. Ich muss jetzt nicht um Drohnen kümmern, die letzte Verstärkung. Ich wurde entdeckt. Hat irgendwer meine Drohnen kaputt gemacht? Ich habe nur böse Drohnen umgebracht. Schockdrohne scheint sie zu haben. Hier geht was flöten. Oh nein, hier war ein Hologramm. Gesehen? Ich habe eine Drohne frontal gehackt. Aha, ich habe eine Schockdrohne! Machst du nicht kaputt. Ja, aber ich habe irgendwen angehittet. Das war's mir wert. Noch eine Schockdrohne. Diesmal kann ich sogar verstehen, dass ich geblendet werde, aber jetzt nicht, weil es hinter mir lag. Mann. Ist die Laserschranke aus? Das ist gut, dann sehe ich mir Schockdrohne 2. Scheiße, ich krieg's hin. Im Magazin. Rezeption. Zero habe ich angehittet. Er ist tot. Dürfte es eine Assistierung haben. Laserschrank und Holz muss ich erstmal wegmachen. Ungünstig. DMR oder was? Komm, geh außen rum über das Busch, Mann. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Ich war zu lahm beim Reagieren. Boah, er sieht so mich ja auch noch. Mistkack, es war doof. Kann passieren. Wie die mich da aber auch voll gesehen hat. Ich will nicht, komm, grünes Schlafzimmer. Hallo! Ihr frisst es so scheiße. Schon wieder grünes Schlafzimmer? Weil Verlängerung da. Ach gut, wir haben ja eh verloren. Aber wenn Verlängerung, dann kann eh alles nochmal drankommen. Egal, was vorher gewonnen wurde. Okay. Wenn man den Verteidiger war und gewonnen hat. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Erstmal noch in dem Kreis drehen. Aus, sieht so extrem hell, so auffällig. Zwei Drohnen. Keine bekommen! Ich hab ne Schrotflinte! Boah! Was ein Witz, ey. Jetzt hab ich keinen Schuss mehr für die letzte. Für die vierte Drohne. Hinweise zum Standort der Geisel. Auf Kontakt vorbereiten. Lukas zu im Umkleider-Herdraum. Ich hab's gemerkt.
Scheiße! Er ist in der Rezeption! Och, fick doch. Luke wird geöffnet, glaube ich. Aber wie die Grabschrosero nicht getroffen hat, ey. Was will ich mit dem Scheiß? Ist auch noch offen. Scheiße. Nein! Ah, ist der da gerade runter. Partner-Outfit von Grit und Termin. Ja, genau. Einmal bei der dämlichen Motelrezeption platt gemacht. Ich glaub's ja nicht. Nächstes Mal mache ich die Tür da hinten zu. Und ein paar Panzerplatten noch davor. Wie klein das Café ist beim Ortauswahlmenü. Ist da halb Russland da drauf? Das ist echt nett. Verstehe ich nicht. Ich kann ja verstehen, wenn man hinten den Weihnachtsmarkt mit zeigt, wenn man da lang rennen kann, aber den anderen Quark, da würde ich lieber näher an das Gebäude kommen, um die Räume nochmal besser zu sehen. Ah, nee, das böse Auge kann jetzt gedreht werden. Oh, MG. Wir müssen mal testen, ob das in der Stellung bleibt, wo du das hindrehst. Ich denke mal schon, aber das könnten wir jetzt gleich nochmal ausprobieren. Meinst du auf einer Dingskarte da auf dem? Nö, jetzt gleich, in der Vorbereitungsphase oder wenn es gerade frisch losgeht, wenn gerade mal Zeit und Luft ist, wenn die Gegner uns lassen. Ich dich gleich wieder als erstes starten. Du musst mir halt... Ich muss halt das böse Auge bloß irgendwo hindrehen und dann drehst du es woanders hin und ich muss halt wissen, wo du es hingedreht hast, ob noch 12 Uhr. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden.
Nicht Drohne kaputt machen, ist meine, die hier rumeiert. Okay. Beim Klavier oben. Nee, hier unten. Okay, hier war gerade einer. Böses Auge auf Patrouille. Keine Sorge, mehr wegen der Granaten. 5 Sekunden. Ein böses Auge knüpft sich an. Kannst du bitte mal ein böses Auge, egal welches, komplett nach unten drehen? Hab ich. Will ich mal gucken. Ist doch bescheuert. Ja, es bleibt so. Ah, super Ubisoft. Du kannst mich jetzt schon massiv an. Amaro! Die kriegt keinen Schaden, das was Hocker schon mehrmals gesagt hat. Beim Reinsein bekommt die für eine Zeit lang keinen Schaden. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Glas am Fenster, Esszimmer, Kaminzimmer. Ach, jetzt ist sie doch runterge... Ich hab's doch niemals runtergedreht. Jetzt hat sie gerade im Kamin gelodert. Mich an, dass die bösen Augen ständig verdreht werden. Mann! So, genug für den Moment. Außer ist im Bergbauraum. Okay. Jetzt Glas reingeseilt. Lesezimmer hinten, bei der Außentür. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Gegner eliminiert. Das Alter siegt. Wie sehen die bösen Augen aus? Oh, ich wollte mal gucken. Also es wären die bösen Augen nicht sowieso schon extrem schwach geworden. Jetzt kann man die auch noch verstellen, ey. Was sagt uns das? Ich spiel kein Dings mehr, ne? Das ist eigentlich zu schade, weil der ist so super. War das jetzt eine Frage von dir oder eine Feststellung mit, dann spiele ich nicht mehr? Nein, also ich mag ihn auch, aber ich spiele ihn halt zu selten. Okay, okay. Weißt du, weil ich gebe halt, ich habe so meine anderen Favoriten, aber wenn ich dann schon mal die Gelegenheit habe, also wenn ich mal alleine spielen sollte, dann spiele ich ihn halt schon mal. Aber das mit dem bösen Augen finde ich jetzt echt dämlich. Die Geisel muss gesichert werden. Als Maestro mit seinen... Ist ein Auge neu war, habe ich gesagt, das Ding hat eine viel zu hohe Schussfrequenz. Das sollte man eher ändern. Daran hat Ubisoft noch gar nichts geändert. Dafür Glaskram und jetzt dieses Verstellkram. Oh Mann. Ich Drohne kaputt machen ist meine. Na, er weiß um andere Drohne. Nur noch 10 Sekunden.
Einsperre an. Es bleiben 5 Sekunden. Sollen Sie nur kommen. Geisel wurde nicht lokalisiert. Scharf gemacht. Abstand halten. Oh, Käfer. Überlebt er das? Oh. Oh oh. Ganz kaputt. Ach, Leco mio! Hab was tot gemacht, ja. Das aber noch oh Gott, Glass ist da auch noch. Ah, Oster und Glass sind da. Hoffentlich kann ich was schmeißen. Nein, Glass bringt mich doch nicht um. Der Oster ist, glaube ich, rausgegangen. Zugangssperre, Assistent. Wenn Glass ankommt, sehe ich das. Der ist gerade Cocktail. Das ist am gelben Ping in etwa. Ist jetzt genau im gelben Ping. Lass ihn kommen. Ich bin tot, du musst alleine richten. Ich habe keine Zeitanzeige. 1:10 noch. Er geht woanders lang. Er ist nicht mehr am Cocktail, ist Klavier. Könnte bei den Zigarren ankommen. Mathe. Das sind bestimmt die Zugangssperre. Ach, die wurde ja schon mitgenommen. Hat eine Gummine gefressen. Hast du, glaube ich, gehört. Wie schnell der weiterläuft. Kamera kaputt. Granate fliegt, Achtung, geh weg, Granateschmeister. Wenn es nicht später ist. Achtung, kommt vor. Die Gegner haben Sichtkontakt zur Geisel. Mathe, cool. Jawohl, Schild geht kaputt, Mathe überlebt. Das, was mir so oft passiert. Und ich nicht dran denke, oder passiert ist. Schon lange nicht mehr passiert. Geil. Deine Drohne war sehr wichtig. Gut, der hat sich jetzt selbst mit der Matte sozusagen umgebracht, aber die Drohne hat den roten Ping die ganze Zeit erzeugt. Deine Drohne. Glaubst du nicht, dass alle Küche sind? Ja, Küche sind es auf jeden Fall. Sind alle unsere Drohnen hin? Die sind ja laut Anzeige oben, müssen alle noch leben, weil alles hell oben. Nee, meine ist gut. Früher wurde die Anzeige mal ausgegaut da oben in der Vorbereitungsphase, wenn ja, die Drohne. Ich weiß, ich weiß. 10 Sekunden bis Rückschritt. Twitch bemacht das Auto. Die Döner hat wahrscheinlich erst dann los. Die will 4 Drohnen haben. Macht ein Schläfchen. Alibi. Identifiziert. Das war Montagne. Ich hab
kann, haben sie? Hat er mir mal. Scheiße! Tot. Aber die Kappkamine an der Bäckerei Tür ist nicht. Alibi auch. Wie es auf den Ohren fiebt. Magazinwechsel! Kona-Station. Zwei Unbekannte haben wir noch. Hier noch eins. Ich hab kein Killfeed mehr. Hast du ihn auch ausgeblendet? Ja. Also unbewegt. Ich weiß aber nicht, wo ich bin. Auch wieder bei der Einstellung wahrscheinlich, wa? Hm. Wusste ich's doch. Hallo Ella. Was zu hören? Bester Duell gewonnen. Oh, minimal unbeobachtet. Unbeobachtet. Was hat er denn geeliminiert? Gegengedotzt ist. Mist, Mist, mal wieder eine Kappkamine missachtet. Was ist denn das für eine Farbe? Die Tüten sind ja nicht mehr gelb. Nee, die sind jetzt lila, ne? Nee, türkis, das ist eine hässliche Farbe, wie ich finde. Ich habe noch keine Tüte bekommen, ich weiß es also nicht. Ja, so ein Hauch lila, das ist nicht verkehrt, aber das türkis, boah. Ich habe noch keine Rennautos hässlich. Giddy, giddy, giddy. Ich habe noch keine. Schöne bekommen. Gelb weg. Musst meine bekommen. Lass mal eine kriegen, ne? Möchtest du mal bei deinen Einstellungen gucken beim HUD? Warte. Kannst da vorzugsweise erstmal alles einmachen und dann. Weil offenbar ist mehr aus, was nicht aus sein soll, als ein, was nicht ein sein soll. Dann kann ich mal gucken, ob ich den Mist finde mit HUD und hier kein Gegner gesichtet. Ach Quatsch. Eine Observierungskonsole. Steuerungskonsole beim Verwenden. Ich habe jetzt erstmal alles eingemacht, was von dem ich denke, es könnte nützlich sein. Jetzt werden wir mal gucken, wie es aussieht. Ich finde die Einstellung einfach nicht für diesen, wenn du mit der Drohne jemanden, wenn du nichts markierst, niemanden sichtest, dann kommt links so ein weißes Fenster. Kommt das bei dir aktuell auch? Hast du das schon wahrgenommen? Ist mir noch nicht aufgefallen. Also zumindest habe ich nicht drauf geachtet, sagen wir es mal so. Ich werde aus den Beschreibungen leider nicht schlau. Du, ich auch nicht, deswegen habe ich das meiste jetzt erstmal aktiviert. Dann sollte ich erstmal alles ausmachen und gucken. Oh Mann. So, erstmal neu Kartum. Ich
kann ja mal eins ausmachen, wo ich vielleicht eventuell keinen Plan habe, was das bedeutet. Mal gucken, was das ist. Observierungskonsum. Wie gesagt, ich habe keine Timer-Anzeige, nichts. Gar nicht so. Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch? Ich mach mal das aus. Mal gucken, ob es das ist. Steuerungskonsole beim Verwenden von Überwachungsinstrumenten. Was ist eine Steuerungskonsole? Das Anzeigen, was ich X drücken kann? Oder mit dem bösen Auge drehen. Steuerungskonsole. Ich denke da irgendwie an Bildchen, die unten angezeigt werden. Hier mit X kannst du markieren, mit einer anderen Taste kannst du das machen. Achso, so eine Legende, okay. Unten das. Achso, mit der Springtaste oder was? Ja. Das ist, wenn du in der Kamera bist, keine Symbole angezeigt bekommst für. Also Legende. Was macht die Taste, was macht die? Mal gucken, ich probiere es aus. Jetzt muss ich noch die Visiere bei den Verteidigern ändern. Ach, angeknabbert, ich wollte gerade was ändern. Ich hab jetzt Verteidiger schon. Ach, schon Runde 3? Nein, doch, was? Zwei Sechsen wieder unten, die sich gegenseitig in die gegengesetzte Richtung rotieren. Hab ich auch. Irgendwas ist gekommen, das kann er wie. Okay, verlassen. Runde 4 schon. Oh Mann. Matschball. Hoffentlich für uns. Mitspielen? Kann ich drücken? 1, 2, Mechaniker, Shop, Stop, Pitstop. Wo ist das denn jetzt schon wieder? Erdgeschoss. Das ist das neben dem Dings, glaube ich. Das Werkstattdingens, ja, also neben den Fahrrädern. Neben dem Fahrraddingens da. Aber ist das nicht vorher ein Werkstattbüro? Weiß es nicht. Wir werden, lass uns ich muss im Video mal gucken. Ich hab grad gemerkt, da hatte ich ja vorhin Maestro und das war ganz gut. Naja. Aber wir sind bloß so viert, Mann. Ja, einer bei uns ist rausgegangen, war ein roter. Ja, der letzte. Ich dachte, das wäre einer, der gekommen ist. Gibt's hier eine Luke? Nö. Ich wurde entdeckt. Boah, die ganzen Untertitel, wie die alles überlagern, ey. Der Drohnentreffer. Ich meine Drohne kaputt machen. Doofes Ding, du. Meine Artillerie ist an. Nur noch 10 Sekunden. Noch eine Drohne? Hab eine zerstört. Noch 5 Sekunden. Es gibt nur noch eine. Wenn du 2 gefangen hast, dann hast du alle. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden. Weil 3 wurden zerstört und in der Vorbereitungsphase gibt es plus 5. Wow, zum Glück habe ich sie verfehlt. Dabei am Fenster deiner Matte ist einer. Reingehüpft? Achso, am Fenster bloß stehend. Na, passt oben Witschel auf. Oh Gott. Ibana haben sie. Ja, und die macht hinter mir auf. Da ist ein Claymore. Verbleibende Operator. Und Claymore steht da auch noch. Hä, letzter, da steht da 2 von 4. Gegen 4. Ja. Du, 2 gegen 4. Einer gegen 4. Matte, oben am Fenster. Hab ich auch gerade gehört, ja. 2 gegen 4 steht da. Jetzt stand 2 gegen 3. Ah! Der EMP mal liegt in der Matte drin. Stellen die den bestimmt gleich wieder auf. Ja, Nock ist auf dem Weg zu ihm und stellt wieder Sie auf. Haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Was? 62 Punkte für Matchabschluss. Schön zu sehen, dass die Ibana noch ihr ACOG hat. Aha, Ibana, ich hab's gesehen. Er wollte Kapitän. Bei dir also auch. Was hat der für eine Bommel da, der Most? Wer ist das denn eigentlich? Das ist EMP-Mann.
Okay. Boah. Das konnte ich gar nicht ausprobieren. Der da oben in deiner Matte lag. Zwei Kernherausforderungen abgeschlossen. Hast du das Spiel durchgespielt? Nö, das nicht, aber. Ich habe zwei Herausforderungen, die ich schaffte, habe ich gemacht. So. Der Rest ist mir wurscht. Wie gesagt, ich gucke halt immer, was für mich irgendwie machbar ist, und das mache ich auch. Der Rest interessiert mich nicht. Mache ich also, das mit dem interessiert mich nicht. Das mit dem interessiert mich nicht, mache ich auch so. Passt ja. Wie gesagt, ich muss nicht alles haben. Was ich schaffe, schaffe ich, und der Rest. Was für mich machbar ist, sag ich mal so, ohne Stress, und der Rest ist Nebensache. Erinnere ich gerade eben schon? Ich habe nur im Hauptmenü auf das Spielen geklickt. Jetzt überlege ich gerade wieder, was ich vorher ausgewählt habe. Ich habe, glaube ich, da Entdeckung gedrückt, aber ist ja richtig, weil das war ja gerade echt ein Witz, dieses Nauch. Was ist denn mit dir heute los? Voll verpeilt. Nee, aber dass das richtig, dass das nochmal drankommt, ist schon richtig, weil das war ja gerade ein Witz. Die eine Runde. Mit mir denn überhaupt Klavitor, wo ist das denn? Das neue Ding. Da oben. Da kann man einen Bereich sichern haben. Okay, das ist ja fies. Das ist ja direkt an der Außentür. Nein, das ist das mit dem. Oh nee. Das ist das überdachte Teil, oder was? Ne, das neue Ding. Mit der dicken Außentür. Boah, Alter. Doch nicht. Direkt an der Außenwand, wo eine dicke Tür ist, ein Bereich, den man sichern kann muss, ist es auch, glaube ich. Den Raum sichern. Erstmal nicht so. Ach nee, die ist noch nebenan. Ach so, okay. Oh nein. Die überdachte Terrasse, dachte ich jetzt, da müssen wir hin. Das ist aber ein sehr spärlicher Raum, da kann man sich gar nicht groß verstecken. Hinterm Klavier, dann war es das schon. Wand verstärkt! Es bleiben 10 Sekunden. Oh, wieso überlebt ihr das? Das ist eine Schrotflinte. Wechsle Magazine! Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Schreit auch über den Kreis hinaus. Die Nomads. Wo kann man von hier das Fenster sehen? Nein. Scheiße, da ist ein Fenster! Das habe ich vergessen. Jetzt können sie kommen. Wieder auf 5 nach 2. Fuse! Ah, bei dem Fenster am Eingang. Ich bin tot. Fick da. Nein, noch Luft, die fickt doch die Henne! Raus da! Oh, shit.
Ah, an dem Fenster war die Sau. Doppelstockfenster, Sau. Ich bin auch tot, ich hab Fuse. Hm. Oh, ist das ein Scheißraum. Oh, ey. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Was ist hier unten? Durch Mathe oder durch Beschuss? Nur noch ein ich glaube eher Mathe. Gegner eliminiert, Mission erfolgt. Ich habe eine Assistierung, weil ich Nomad getroffen habe. Das ist eine komische Ecke, aber immerhin haben wir gewonnen. Das ist trotzdem eine dämliche Ecke, Alter, ohne Scheiß. Ich habe in dem Spielzimmer dieses dämliche Fenster vergessen. Alibi-Zeit. Stimmt, das ist jetzt auch ein neues Fenster beim Spielzimmer. Das war ja vorher eine massive Wand. Ja, und ich hab's vergessen. Das ist dann aufgeflogen und hat nur mit zwei so eine Lufttiebe reingesetzt, ne? Ich hab die angeschossen. Hab dann aber irgendwie von der Tür Richtung Bullen noch was abgekriegt. Und hab ich gedacht, leck mich doch am Ärmel, ich geh zurück. Und dann bin ich in den zweiten Lufttiebe reingelaufen. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Erste Luke! Hab ich noch vor. Ich verstärke die Wand. Oh, hab ich schon zugemacht? Nee. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ah, Kameradurchfahrt, war die schon immer hier? Die war doch immer da hinten, oder? Ach, was weiß ich. Aufstehen. Okay. Ich bringe Jessie an. Ui, Tomaten. Ipsum heißen die Dinger. Tomatos. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Oh. Wo ist da rumgammelt? Der roten Farbe da oben gefällt mir. Also ich finde zwar auch orange schön, aber rot ist aber das schön. Rot ist besser. Es merkt es mittlerweile auch. Anfangs tat es richtig in den Augen weh, aber irgendwie... Das Rot ist auch viel schöner als das bei den Hintergründen, bei den Operatorkarten. Das sieht irgendwie so verwaschen aus, das Rot da bei den Karten. Ja. Das ist schön knallig. Könnte zwar noch ein Hauch dunkler sein, aber schon nicht schlecht. Was, Rekrut? What? Er übertreibt aber bei 2-0. Ach, der will doch jetzt Unterstützung geben, wie Walker immer weiß. Kann man auch eine andere Waffe mitnehmen. Eine andere 2. M2. 4-9. Wo wir waren, sind sie hinten bei diesem Kack. Klavier. Also, alles klar. Da schon wieder Kamera. Oh, Clash haben sie. Und die Mira. Sah aus wie der Roboterhelm. Auf den ersten Blick. Die Ella. Einsatz in 10 Sekunden. Ist. 5 Sekunden. Nein! Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Na, wo spawn ich denn? Mist, schon wieder so ein...
Ist zwar ein kurzer Weg, aber da treffe ich ja so wenig Kameras an. Eine hab ich. Bei der Tankstelle kannst du zwei bekommen. Sind die beiden schon kaputt? Waschmittel? Hm. Ach stimmt, die Treppe ist das die einzige. Ach, das ist doof, dass hier die Treppe fehlt. So, Kacke. Weißt du, wer das letzte ist? Gleich ist bei mir am Hai. Was macht die denn da? Ist doch doof. Was? Ah nein! Ah, da sieht man mich. Mist. Vigil und Clash. Vigil war der letzte. So, Vigil ist mit bei ihr hinter ihr. Was für ein Tempo, ey. Ach du Kacke. Scheiße! Noch C4 hatte ich. Was? Das ist so. Hat sie doch noch wenig Leben, weil das ist ja vorne hochgegangen. Nee, was? Die Explosion sah wie auf der Treppe aus. Nee, ist vor meinen Füßen explodiert. Ach, ich hab jetzt gar nicht geguckt, ob die Drohne dieses Anzeige sind. Ich hab Clash gekriegt, das war mir ne. Das war mir genug. Wieso sind wir nur noch zu viert? Weil der eine gerade rausgegangen ist. Wir sind ihm zu schlecht. Warum? Aber er ist doch rausgegangen. Ja, weil wir sind ihm wahrscheinlich zu schlecht. Aber wenn er rausgeht, dann ist er am schlechtesten, weil man geht ja nicht einfach raus. Außer man wird rausgegangen. So, gleich mal markieren und gucken, ob das Bild Feld noch da ist, dieses nichts gesichtet. Hab ich gar nicht drauf geachtet jetzt. Den Standort des Biogefahrungsbehälters finden. Okay, das Fenster ist noch da. Falsche Einstellung. Halt! Denk. Was ist denn? Ist gegengefahren? Die Taste verwechselt. Geht das? Oben schon wieder, oder was? Nee, oben hätte ich gedacht, da wurde es laut. Womöglich unten. Ah ne, Partyraum gibt's ja noch. Nein, ah, Luke. Unten, Küche. Unten. Weil Luke machen sie zu Küche. Oh, da kann man auf dem Hai landen. Ah, stör. So, noch. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Noch 5 Sekunden. Sind da in dem, ja, da. Ehemals Minimarkt da unten? Ich weiß es nicht. Standort. Was? Ich dachte Küche. Oh. Küche? Wie wir gerade. Weil die Luke, die wurde zugemacht. Ja, dann kann es auch sein, dass die da sind. Das ist gut. Achtung, da ist ein Fenster. Hier sind leider viel zu viele Fenster. Ja, es ist echt bescheuert, dass hier so viele Geschichten jetzt rumhängen. Und die Außenwand, die könnte auch noch offen sein, da könnte auch jemand rauslunzen. Das ist echt doof. Alle drei Kameras jetzt kaputt. Doch, haben sie noch. Und hier auch noch eine Tür. Oh, das ist so doof. Das Fenster ist verstellt. Streusprengsatz aktiviert. Ja, Streusprengsatz hoch. Jetzt gucke ich noch zur alten Luca, da ist ja gar keine mehr. Warum ist denn hier offen? Ich dachte, da wäre ein bisschen Sorge, da ist bloß ein Kaffee aufgepinselt. Warte, ich komm mal mit dir.
Drohne draußen. Da ist aber offen. Kite und Störsendermann, gut, der könnte gerade gestorben sein. Spritzenmann tritt noch einer, Kite. Beim Hai. Neues Magazin! Ja, ich lauf einmal rum, ich bin noch oblät. Noch 50. Oh, bei der Luke ist schwer. Der Fahrgutbehälter wurde lokalisiert. Okay. Oh, hi, ist wieder jemand? Gelber Ping. Noch 30. Kommt vom Hai zur Tür links von dir. Gut. Es bleiben noch 15 Sekunden. 10 Sekunden. War die Wand da offen? Gut gemacht. Der Behälter ist sicher. Naja, muss schon sagen, das Spiel ist bisher noch nicht stehen geblieben. Bin echt erfreut, aber ich freue mich nicht zu früh. Wenn es in einem halben Jahr immer noch so ist, dann freue ich mich so richtig. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.